Ja, hallo und herzlich willkommen beim Let's Play Faster Than Light. Ihr wolltet mehr, ihr bekommt mehr. Und deswegen starten wir eine neue Runde, diesmal mit Co-Kommentator. Hallo. Ja, das ist der... Ja, red ruhig aus. Ich bin der Oliver. Ja, der Oliver. Wir machen das Ganze jetzt über Skype mit Bildschirmübertragung. Ich hoffe, er kann sehen, was ich tue. Ich habe übrigens hier, haben wir ja Layouts, hier Typ 1 und Typ 2, Typ A und Typ B. Und nachdem der Oliver mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass das nicht nur verschiedene Aussehen sind, sondern auch verschiedene Schiffsarten, habe ich mich gleich dran gemacht, diese Achievements hier freizuschalten. Du brauchst 2 von 3, die habe ich hier gelöst, hier, ist ja egal. Auf jeden Fall haben wir uns diesen Kreuzer frei gespielt. Der Oliver hat es auch schon gemacht. Ja, das Schiff ist so geil. Das ist super geil und ich würde sagen, wir benennen mal eben die Crew um. Ich habe jetzt... Ja, nennen wir doch einen Gerold Steiner. Gerold Steiner. Die Leute, die... Felsquellwasser. Ja, Felsquellwasser, genau. Dann nehmen wir einen... nehmen wir einen Clement. Clement. Und einen... Ja, nennen wir mal hier den. Nennen wir mal Clementine. Hast du noch einen Namen, den du willst? Eigentlich gerade nicht. Ja, Klimm, ja. Ja. Mit einem M und mit Y. Machen wir das so? Accept und hier, ja, wie nennen wir den hier mal? Nennen wir ihn doch mal, Ich! Hans-Peter. Ja, ein wunderbarer Name. Hans-Peter, so, unsere Crew besteht also als Gerold Steipunkt, Clement, Clementi Punkt und Peter. Der eigentlich Hans-Peter heißt. Aber egal, gut. Wir haben 4 Burst Laser, Basic Laser, Burst Laser, würde ich schon sagen, an Bord. Und ich würde mal sagen, wir klicken einfach mal auf Start, oder? Ja. Alles klar. So, ja, das kennt man ja schon hier. Data, die du trägst, ne? Das wissen ja alle Leute, die das Faster Than Light Let's Play verfolgen. Die Story hat sich nicht großartig verändert. Und ich würde sagen, wir jumpen einfach mal. Ne, wir müssen ja erstmal die Leute belegen. Gerold Steig könnte fürs Cockpit zuständig sein. Ja, wo schicke ich den denn jetzt hin? Ich mache den mal auf die Schilde, hier den auf die Triebwerke und... Ich würde das Insekt persönlich zu den Waffen setzen. Warum? Weil, was ganz gut ist, wenn du einen Teleporter hast und die Waffen gehen am schnellsten zu leveln. Das heißt, du kannst das Insekt schnell mit jemand austauschen und kriegst dann trotzdem viel Level in die Waffen schnell rein. Ja. Ich bin kein Fan von Crew-Teleportern, aber machen wir das einfach mal so. Wofür haben wir denn einen Gast? Dann können wir hier eine Power wegnehmen. Die Crew-Teleporter sind gegen den Endboss ziemlich gut. Damit kannst du die Waffen einzeln ausschalten. Stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Na egal, ich würde sagen, wir fliegen erstmal hier los. Hier unten hin, oder was sagst du? Unten rechts. Unten rechts? Da. Okay. Ja. Dann mal los da. Och, ja, danke schön, Oliver. Das hast du sehr schön gemacht einfach. You arrive at the beacon to find yourself dangerously close to a star. An automated rebel ship in previous to the heat moves into engine. Heißt das, dass der... Egal. Ja, und das Geile an dem Schiff ist halt, dass er 4 Laser hat. Das heißt, wir können 4 Ziele angreifen. Und das mache ich jetzt auch mal. Erstmal voll auf die Schilde. Du kannst Autofire anmachen, dann schießt er dauerhaft drauf. Wieso denn? Weiß nicht. Ich habe das immer gemacht, weil ich es am Anfang ganz lustig fand. Ich mach's lieber manuell, keine Ahnung. Hab mich irgendwie dran gewöhnt. Och ja. Nö. Ach komm schon. Ja. Musst du eh noch ausharren, bis dein Faster Than Light ready ist? Ja, genau. Machen wir mal die Tür hier auf. Ach ja, geht. Der Oliver hat übrigens immer ein scheiß Glück. Der kriegt immer die besten Sachen. Und ich hatte mal das Glück, ja, das muss ich jetzt mal kurz erzählen, so ein Rockschiff zu bekommen. Also man kann ja verschiedene Schiffe freischalten und für eins brauchst du so ein Zufallsevent. Und das hatte ich, hab's dann aber verschissen. Und wer kriegt's direkt danach? Hm? Natürlich der Oliver. Ja. Ja, das war nicht nett von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da kann ich aber auch ganz viel dafür. Das habe ich extra mit Absicht gemacht. Weißt du, wie lange wir schon aufnehmen? Ich weiß es nicht. Ich habe vergessen, meinen Timer zu stellen. Mal wieder. Das ist das. Ich mach mal kurz hier Stoppuhr, das geht ja. Professionellstes Let's Play. You arrive near small damage and bla 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 bla. Mhm. What a faint life signature? Heißt das feindliche? Ich weiß es nicht. Ich drück einfach mal 1. Ah, cool, 11 Scrap. Einfach mal, ist okay. Akzeptieren.
Da das lang? Hatten wir ja jetzt ja, schon, ne? Ja. Ja, einfach akzeptieren und gar nicht erst nachfragen. So spielt man das Spiel. Ja, bla bla bla. Intelligente Lifeformen, also intelligentes Leben. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz runter. Du landest mal Shuttle in, ja, du landest halt mit so einem kleinen Shuttle da und da sind irgendwie kleine, irgendwelche bunte, sechsbeinige Horst-Pferde ähnliche Tiere. Hatten wir das nicht schon als Play? Ja, machen wir mal hier to communicate peaceful. Ja, passiert gar nichts. Schade. Ja, ich glaube aber bei den zweiten bekommst du bloß aufs Gesicht. Aufs Gesicht? Wenn du das nimmst. Ja. So, auf die Hülle. Aufs Maul. So. Ja, sag das doch. Ja, ich würde sagen, wir kämpfen mal gegen das Schiff. Ne? Ein bisschen Action hier kann ja nie schaden. So, bei den Schiffen kann man bei den Schiffen kann man denen auch Geld geben, damit die Rebellen im nächsten Sektor langsamer sind. Richtig. War das im nächsten oder in diesem Sektor? Ich glaube im nächsten. Na egal, wir. Nö. Ja, natürlich kann man denen was geben, aber ich will ja was haben, ne? Ich habe ja nichts zu verschenken. Ja. Und man merkt jetzt schon. Das würde sich halt. Ja. Red ruhig aus. Ja, man kriegt halt im nächsten Sektor dafür mehr. Ja. Ja, das ist Geschmackssache. Ich mach's lieber so. Ja, rüsten wir mal alle drei Subsystems aus. Die sind immer ganz praktisch. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier lang, oder? Ja. Ach, jawohl. Ja. Ja, ich würde sagen, kämpfen wir mal direkt gegen. Och, nee. Oh, Alter, ich hasse es. Okay, Mantis wird zu dir aufs Schiff kommen. Ja, das wird lustig. Kannst du mal dein Mantis bereithalten? Ich halte überhaupt nichts bereit hier. Ja, doch, muss ich ja wohl, ne? Du gehst dahin, du gehst dahin und du gehst dahin. Dann wird er mich ganz schnell umgebracht hier. Habe ich gar keinen Bock drauf, so ein Mantis-Kram. Ich finde den, ich weiß ja nicht, du findest den Soundtrack auch so genial wie ich? Ja. Nix Faster Than Light hier aufpudern, kannst du auch nicht knicken. Der geht mal kurz ins Medi-Bay und der zurück auf seine Schilde. Nee, doch, der geht zurück. Ja, danke schön. Ja, ich warte noch kurz, bis der geheilt ist. Ja, ich muss sowieso warten, bis mein Faster Than Light aufgeladen ist. Weil niemand in der Engine aktiv stand. Genau. So, Hans-Peter ist wieder auf seiner Station. Ja, und die Asteroiden können einem eigentlich gar nichts. Gar nichts können die einem. Was ganz praktisch ist an dem grünen Kumpan hier, Clementine, der versorgt tatsächlich diese Station mit Energie. Das ist dieses eine gelbe Energiestück, was wir hier sehen. Ein Store. Habe ich noch zu wenig Geld für. Ich fliege kurz da oben hin. Sonst würden deine Treibwerke gar nicht laufen. Ja, genau. You come across a pirate and blah blah blah. Stay off, fight and we'll make worth your while. Nö. So. Man kann ja mehr kriegen. Genau. Ich greife mal deren Sauerstoffversorgung an. Man kann die nämlich auch besiegen, ohne dass das Raumschiff kaputt geht. Dann soll man ja angeblich mehr Zeug bekommen. Ja, aber das ist durch den Teleporter eindeutig einfacher als durch die Sauerstoff, weil der Sauerstoff immer wieder repariert wird und du ihn neu anschießen musst und dann das Schiff kaputt geht. Ja, das stimmt wohl. Oder mit so einem Anti-Bio-Beam. Anti-Bio-Beam. Ja. Die sind dann perfekt dafür geeignet, würde ich einfach mal behaupten. Ja, das dauert jetzt auch eine Zeit lang. Könntest auch schießen. Ja. Ja, komm, machen wir ihn kaputt hier. Zack und weg. Ja, 29 Scrap und nochmal 25 Scrap. Ja, alles super. Jetzt kommen wir zum Store, würde ich sagen, oder? Ne, wir gehen noch mal kurz da und dann gehen wir zum Store. Noch mehr Scrap. Noch mehr Scrap. Alles noch umsonst. Umsonst. Einfach so, weil wir es können. Gehen wir doch mal dahin und dann gehen wir zum Store. Wenn schon, denn schon, meine lieben Damen und Herren, vor dem Medienempfangsgerät. Spot a small rebel ship nearby. It seems to have been refitted to transport rather than combat. Ja, also so ein kleines Transportschiff von den Rebellen, ne? Und dann können wir entweder angreifen oder dem ausweichen. Wir greifen natürlich an, so nett wie wir sind.
Ja, die wollen gar nicht fighten. Die wollen einfach nur weg hier. Enemy FTL ist charging, aber natürlich können wir das nicht zulassen. Deswegen werden wir mal gleich alles auf die Triebwerke hauen. Die haben auch nur ein was so wirklich zum Angreifen. Und zwar die Drohnen und dann haben sie einen Laser. Ja, hier. Wenn eines ausgeschaltet ist, können die nichts mehr dran machen. Genau. Außerdem können uns der Laser eh nicht treffen, solange unsere Schilder aktiv sind. Das ist dann auch ganz praktisch. Jetzt können die sowieso nicht mehr weg. Jetzt greifen wir nochmal kurz das Cockpit an. Ich würde sagen, die kann man dann auch dahin schicken. Ja, perfekt. Ja, besser kann es gar nicht kommen jetzt gerade. Dein Mikro wackelt. Ja, Entschuldigung. Kein Problem. Hatte ich nur recht laut auf den Ohren gerade. Ja, ich würde sagen, wir haben die besiegt und you download what you can on the ship's map. Das ist cool. Jetzt haben wir hier die Map freigeschaltet, ne? Gehen wir zum Store. Nicht mehr ganz so viel. Ja, ich meine, wir haben den Sektor hier fast zu Ende, also bringt das nicht wirklich was. Ah, was können wir denn hier? Stealth Weapons? Also, siehst du das? Ja, das ist, brauchst aber das Unsichtbarkeitssystem dazu. Ja, ja, ich weiß, aber das kenne ich noch gar nicht. Das ist total geil gerade. Oder sollen wir uns noch ein Crewmitglied holen? Frau Markel hier. Nee, Quatsch. Sollen wir uns irgendwas holen? Dieses Reverse Iron Field ist ganz cool, das hatte ich auch schon mal. Aber ich würde sagen, wir lassen das erstmal und kaufen uns hier gar nicht so viel ein. Weil ich finde, das Iron Shield kommt irgendwie zu selten zum Einsatz. Ja. Angreifen. Ja, würde ich auch sagen, weil Sklaven kriegen wir meistens so oder so. Und dann können wir auch direkt drauf gehen, würde ich sagen. Na komm schon. Den Song kenne ich gar nicht. Der jetzt gerade spielt. Du hörst es nicht, ne? Nein. Musst du gleich mal in der Aufnahme gucken. Ah doch, klar kenne ich den. Der Anfang war nur ein bisschen komisch. Zack, zack, zack. Und das müsste es gleich gewesen sein. Oh, wir. Ja, das kriegt er schon hin. Na, er ist ziemlich schlecht im Reparieren. Okay. Die Rasse ist benachteiligt. Alles klar. Ja, stimmt ja. Ja, natürlich. Vielen Dank. Jungens. Da hast du jetzt einen, den du an die Waffen schicken kannst. Ja. Und das ist unsere liebe Lauren. Hallo Lauren und willkommen an Bord. Wir sollten unsere Türen wieder schließen. Das machen wir mit X, natürlich. Den dahin, unseren Typi, den schicke ich mal genau in die Mitte. Falls irgendwo was brennt, kann er ja mal gucken kommen. Der könnte auch mal kurz ins Medibay. Genauso wie Clementine. Nee, das ist Clement. Nee, das ist Clementine. Oh mein Gott, ich komme mit den ganzen Namen durcheinander. So. Ich würde sagen, alles wieder perfekt, ne? Könnten wir mal gucken, ob wir die Schilde upgraden. Ja, ich brauche nochmal Energie und perfekt. Ja, jetzt haben wir zweimal Schilde und ich würde sagen, wir können weiterfliegen. Zum nächsten Sektor. Dann können selbst die crazy Rockfields hier den nichts mehr machen. Richtig. Die crazy Rockfields. Oh yeah! Wohin gehen wir hin? Engine Control Sektor oder Pirate Control Sektor? Da kommen Piraten. Ja, wenn schon, denn schon, machen wir das mal. Oh wir. A few Federation-friendly planets still exist in the sector, but they are constantly under attack by pirate raids. This is a dangerous sector, so be careful. Ja, hier sind auch noch ein paar Planeten, die der Föderation, also unserer Gesellschaft, unserer Organisation, da freundlich gestimmt sind. Aber die sind immer von Piraten angegriffen. Also werden immer von Piraten angegriffen. Und da ist ein Distress-Call. Da fliegen wir gleich mal hin, würde ich sagen. Mhm. Nach dem anderen. Ja, kannst du knicken, du scheiß Schlawiner. Also der will jetzt einen Crewmember von uns haben, das können wir mit 1 machen, aber nö. Der wird ordentlich angegriffen. Wir geben doch kein Crewmember ab hier. Was ganz gut ist, wenn du bei, was ich hatte mal, wenn du bei so einem Sklavenschiff, was einen Sauerstofftank so hat, die besiegst ohne dass, also sie soll sagen, besiegst ohne dass du das Schiff zerstörst, hast du eine Auswahl gehabt. Das hatte okay. Ich zumindest. Dann lasse ich die jetzt mal. Der Sauerstofftank, da können die ja nicht dran. Die können dir im Allgemeinen keinen Schaden machen. Den will ich auch noch kaputt kriegen. Mann. Den möchte ich auch noch kaputt kriegen. Perfekt.
So, und jetzt heißt es abwarten, bis die ersticken. Voll blöd eigentlich, ich pack den Sauerstofftank außerhalb von dem Gedöns da. Ja, ich finde die Schiffaufbau noch ziemlich schlecht, mal ehrlich. Ja, ist aber auch so. Slug Interceptor, ja. Braucht nicht Slug keinen Sauerstoff? Doch. Ich glaube schon. Ich glaube, die Rocks sind die einzigen, die keinen brauchen, oder? Die Rocks brauchen auch Sauerstoff. Ja, wer braucht denn keinen? Irgendwann braucht keinen Sauerstoff. Echt? Ja, ich meine schon. Waren das nicht sogar die Lichtwesen hier, die Vögel? Hm. Ja, kann ich ja gleich mal gucken, wenn die da elendig erstickt sind. Einfach mal einen sauerstoffleeren Raum schicken. Richtig. Dann wären die sogar ganz gut zum Reparieren in sauerstoffleeren Räumen. Ja, können wir eigentlich mal ausprobieren jetzt. Mal gucken. Oh doch, er kriegt Schaden. Schade. Dann können das eventuell doch die Slugs sein? Was ist ein Achievement? Was zum Teufel habe ich gerade für ein Achievement bekommen? Dass du sie ersticken lässt. Habe ich? Krass. Ja. Also, dass im gegnerischen Schiff kein Sauerstoff mehr ist. Ja, einer ist schon tot. Der Rock stirbt langsamer, weil er mehr Leben hat. 150, ne? Mhm. Genau. Und feuerresistent. Aber das Spiel gibt es übrigens zurzeit noch für 5 Euro auf Steam. Also wenn, dann zuschlagen, ne? Aber ich glaube nicht mehr, wenn du es hochlädst. Das ist nur noch für heute. Stimmt. Da kannst du jetzt aussuchen, was du möchtest. Mantis, Rockman oder Angie? Ich finde die Rockmans ganz gut zum Löschen und zum Kämpfen. Ja, nehmen wir mal den Rockman. Alles klar, vielen Dank. Haben wir wieder was Neues gelernt. Danke, Oliver. So, den schicken wir mal dahin und dann jumpen wir direkt los zum. Du kriegst. Ja, sag ja, du. Dahin. Ja, nee, ich hab grad nur mit sich selbst geredet. Achso. Es gibt auch was, wenn du alle, wenn du 6 verschiedene Arten von Rassen auf dem Schiff hast, kriegst du auch was. Das ist das letzte noch dazu. Oh, wir. Ich hab Scheiße gebaut, Mann. Ach, Kacke. Der Mantis ist tot. Wo ist der Mantis? Das frage ich mich auch gerade. Ja, ich habe nicht gelesen. Wahrscheinlich ist der gerade gestorben. Wahrscheinlich sterben wir jetzt auch gerade. Guck mal, was ich hier für eine Scheiße fabriziere. Ach, die wollen jetzt abhauen, weil der Sauerstoff da drüber. Ja. Nein, ihr geht dahin. Die sind doch auch so dumm, die schießen den Sauerstofftank an, damit sie wieder Sauerstoff haben. Ja, der Rock kommt mit denen schon klar, würde ich sagen, oder? Ja, komm, das war doch easy peasy, war das doch alles. Gar kein Problem, auch wenn wir da gerade in eine Falle getappt bin, weil ich nicht gelesen habe. Ich sollte vielleicht mal lesen bei diesem Spiel, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Wo war Lauren nochmal? Die war bei den Waffen, der Typ war bei den Schilden. So, ich möchte aber jetzt, bevor wir irgendwas anderes machen, nochmal die Türen auf Maximallevel bringen, weil das ist wirklich praktisch. Distress Call können wir nochmal hin. Endlich. Endlich, ja. You arrive at the beacon, bla 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 bla. Ja, das war nur eine Falle, das ist gar kein Problem. Denn die Idioten haben einen O2-Tank, der nicht im Schiff ist. Mhm, und ich glaube, sie können dir wieder gar nichts. Nee, womit denn? Ist das ein Basic oder ein Double Shot leise? Weiß ich nicht. Ah, jetzt ist er sogar noch am Brennen, das ist sehr schön. Versuch doch mal zu löschen. Kommen sie leider nicht hin. Ich glaube, das ist ein Basic Laser, den die da haben. Ja, aber der lädt langsamer, weil sich niemand in dem Waffensystem. Ja. Ja, machen wir nochmal die Engine von denen kaputt, wenn wir schon dabei sind. Dann nochmal ein bisschen aufs Cockpit ballern. Den können wir dann auch noch erwischen hier. Oh! Nö. So, und jetzt sollten sie sterben. Dass du das ja, nicht, dass du das Schiff jetzt noch kaputt machst. Nee. Im Sauerstofftank ist schon kein Sauerstoff mehr. Richtig. So, ich würde dann aber sagen, das war's dann für den ersten Part von Faster Than Light. Wir lassen das Raumschiff jetzt noch ausbluten, sozusagen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Danke an Olli, dass du dabei warst. Er wird jetzt noch den kompletten Run dabei sein, also die nächsten Folgen, die werden auch mit mir und Olli stattfinden. Ja, hallo. Ja, hallo. Wir warten noch kurz, bis die da ersoffen sind. Ich wollte nur schon mal Tschüss, Sikowski sagen. Ersoffen im nicht vorhandenen Sauerstoff. Richtig. Im O3 oder was, ersoffen. Ozon.
Scheiße, oh 3. Ja, die können aber ruhig mal schneller sterben, was meinst du denn? Ja, das dauert immer ein bisschen, aber es lohnt sich halt auch mal. Ja. Es geht halt eindeutig schneller mit dem Crow-Teleporter einfach alles rauszunehmen. Ah, da ist es jetzt. Sie sollten jetzt langsam sterben. Und der erste ist schon tot, der zweite stirbt zugleich und das war's. 3 Fuel, 1 Drohnenpart und 34 Scrap. So, ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Faster Than Light. Ja, bis dann, Leute. Tschüss.